Willkommen in der Champions League. Willkommen zurück zur Königsklasse. Ja, ich hatte hier eben schon die etwas fragwürdige E-Mail bekommen. Atalanta vom Champions League-Fieber erfasst. Sage ich jetzt mal nichts zu. Das ist sehr makaber. Das kann das Spiel ja nicht wissen. Wer weiß, das Spiel berücksichtigt ja auch den Brexit. Oh, tatsächlich. Ja. Es gibt verschiedene Szenarien, die zufällig eintreten. Ein harter Brexit, dass überhaupt kein Ausländer mehr in Großbritannien spielen darf oder nur bestimmte Ausländer. Und mit EU-Bürgern passiert irgendwas dann. Und ja, jedenfalls wird das alles irgendwie berücksichtigt. Okay. Kommt vielleicht auch bald ein Update. Download-Content. So. Wir sind hier in Norditalien. Wo bist du nochmal? Was ist bestimmt schon gesagt? Ich habe es aber schon wieder vergessen. Ja, ich bin in London, nicht bei Arsenal, nicht bei Tottenham, nicht bei Millwall, sondern bei Chelsea. Oh, na dann. Sven Ulreich hat seinen Fitnesstest nicht bestanden, aber ich habe ja einen guten zweiten Keeper in Form von Karl Winkler. Highlight des Praktikums, Champions League. Ja. So, Tottenham 2-0 gegen Celtic, Zenit 4-0 gegen Genk. Meine Gruppe spielt komplett gleichzeitig, aber du spielst auch um 20 Uhr. Ach, spielen wir gleichzeitig, okay. Ja. Na dann. Gut, dann soll das wohl so sein. Ja, ich bin leichter Favorit von der Quote, 2,5, aber deren Quote ist fast identisch, 2,63. Deren Trikots sehen aus wie Paderborner Trikots. Deren Spieler kenne ich nicht, außer den einen, wo Klaus Augenthaler mich vorgewarnt hat. Ich rotiere allerdings und stelle mich bestmöglich auf, weil hier mit 0 Punkten in 2 Spielen in die Champions League zu starten, das wäre ja nicht so geil. Das wäre ja Gift für die Atmosphäre. Ja. Ich habe dem Boateng ja einen Vertrag versprochen, den soll er sich jetzt aber auch mal verdienen. Da können Nee, wir nach nee, dem Spiel nee. drüber reden. Ja, erstmal das und dann lasse ich ihn in der Bundesliga spielen. Wo ist denn Karl Winkler? Er ist gar nicht mehr da. Ja, weil Ulreich wahrscheinlich wieder fit ist, beziehungsweise fit genug, um sich auf die Bank zu setzen. Ah, ja. Wird er einfach rausgenommen, ohne dass ich eine Chance auf eine Verabschiedung habe? Nee, Praktikum ist beendet. Jetzt ist Feierabend. Ja, ich rotiere jetzt nicht. Das mache ich halt gegen Hoffenheim dann. Ein Ersatzspieler zu viel gewählt. Jetzt habe ich. Hä, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich weiß nicht, was hast du getan? Jetzt habe ich zwei von der Bank runtergenommen. So, jetzt passt's. Coutinho ist Gut, nämlich nicht ganz gut. fit und dann soll er auch nicht auf der Bank sitzen. Ja, ich spiele, wenn ich das richtig sehe, mit derselben Besetzung wie gegen Paderborn. Bei mir rückt Brandt wieder in die Mannschaft für Hazard, der nicht so gut gespielt hat. Akanji ist ja dabei für Zagadou und sonst ändert sich nichts. Haben die denn hier die Italiener hier für Rückennummern? Ein Stürmer hat Rückennummer 99, der Torwart hat Rückennummer 95, einer hat Rückennummer 72, einer hat Rückennummer 88. Ja. Uff. Was das nur wieder bedeuten soll. Eine Stürmer hat Rückennummer 9, der andere 99. So, es geht los. Jo, bei mir erfolgt nach einer dummen Journalistenfrage auch jetzt der Anstoß. Ich werde auch von einem Journalisten genervt. Chelsea ist bei mir leichter Favorit. Ich hoffe, das wird sich nicht im Spiel widerspiegeln. Kaum sage ich, verliert der Witzel ganz dumm den Ball, aber Bürki ist zur Stelle sehr schön gehalten, sehr schön gehalten.
antworte jetzt hier schon, ich bin immer noch im Interview, auch schon ein bisschen genervt auf die Fragen. Dann sagt dem, dass er mich eher nach dem Spiel fragen soll, warum ich den und den Spieler nicht aufgestellt habe. Ja, vielleicht So, geht's ja auch gut. Dann los ist die geht's. Ja, Frage ich habe kurz. den Coutinho auch nicht rausgenommen wegen irgendwas. Ich habe den rausgenommen, weil er angeschlagen ist. Ja, gute Besserung. Ja. Danke. So, dann. Julian Brandt ist ein wenig nervös bei mir. Aber ansonsten passiert nicht so viel in dieser Partie. Jetzt mal wieder ein Standard von der rechten Seite Roy. Und der ist ganz gefährlich. Doch, Hummels mit dem Distanzschuss danach. Aber leider ohne Torerfolg. Ich weiß nicht, warum das Spiel mir gerade so eine super. Au, 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 ja, jetzt weiß ich's. Ah, super ausgedehnte Szene zeigt, in dem Bergamo halt sich den Ball so unspektakulär hin und her passt. Dann haben sie aber nach vorne gepasst und der Stürmer hatte eine recht gefährliche Chance. Das war auch die einzige Chance im Spiel bisher in den ersten 13 Minuten. Aber war dann doch klar nebenher. Ich habe noch keinmal aufs Tor geschossen. Das finde ich jetzt nicht so gut. Aber sehr ereignislose Anfangsphase hier. Ja, ich bin schon in der Halbzeit, weil bei mir einfach nicht so viel passiert ist. Chelsea mit ein bisschen mehr Torchancen, auch mit den etwas gefährlicheren Torchancen. Ich habe das mal weiter im Blick. Oh, jetzt hier Freistoß aus gefährlicher Position von Alaba, aber dann. Oh, doch, 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 da ist wieder mal wieder irgendwas passiert, was ich mal wieder nicht mitbekommen habe, aber der Schiedsrichter guckt sich die Szene gerade nochmal an. Ist das schon wieder ein potenzieller Elfmeter? Ja, das ist zumindest die Möglichkeit. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Es gibt schon wieder Elfmeter für den FC Bayern. Wer schießt hier? Das ist Robert Lewandowski mal wieder und er verwandelt wieder in dieselbe Ecke unten links. Mit Schmackes reingehauen. 1 zu 0. Bei mir, oh, fällt auch gerade das 1 zu 0, aber leider auf der falschen Seite. Abraham kann ganz schön frei durch meine Abwehr marschieren. Nachdem da Eins. Hummels ein wenig pennt und ihn vorbeiziehen lässt. Bürki hält noch den ersten Schuss, aber beim Nachschuss aus spitzem Winkel ist er chancenlos. Das gefällt mir nicht so gut. 61. Minute, ich muss reagieren. Oh, Lewandowski mit einer Knieprellung. Für den wird es in der zweiten Halbzeit nicht mehr weitergehen. Ist jetzt nicht so schlimm. Er könnte theoretisch wohl weiterspielen, aber das möchte ich nicht riskieren. Halbzeit, auch jetzt bei mir. Krasnodar liegt 1-0 hinten auch. Bei Real und Lyon steht es 0-0. Real Madrid aber schon seit der 13. Minute in Unterzahl. So, Halbzeit, es ist soweit. Lewandowski, Elfmeter verwandelt, aber angeschlagen, deswegen kommt. Ich bringe einfach mal Gnabry als Stürmer. Ja, warum auch nicht? Ja. Hast du nicht noch den Arp auf der Bank, aber. Ich habe den noch, ja, aber ich. Auch mal nicht mal dasselbe, nicht mal dieselben Wechsel bringen. Ja. Es läuft gut, aber ich denke, dass die Mannschaft noch mehr kann. Außerdem Elfmeter ist halt bei Und mir wo nicht ich viel gerade wechsle, passiert. fällt hier das 2 zu 0. Ich habe es gar nicht gesehen, weil ich so in meine Taktik vertieft war. Ei. Das ist natürlich scheiße. Mal gucken, was sagt denn die Wiederholung? Und wieder ein schneller Konter über rechts. Ich kriege den Ball nicht geklärt, die Flanke kommt und Mason Mount schiebt ihn ab. Oh, da ist das 1:1. Schon direkt in der ersten Minute nach Wiederanpfiff. Timothy Eieiei, das Castan, wurde ey, das war gut ganz, ganz rausgespielt und schlecht. da sahen wir auch gar nicht gut aus. Schöner Ball hier. Da hat irgendwer geschlafen. Rechtsverteidiger, ja. Da war nämlich niemand, der war völlig frei, macht ihn rein. Da lässt er sich nicht zweimal bitten. 1:1 und ja, wie gesagt, das war gerade direkt nach dem Wiederanpfiff. Das ist natürlich Gift für die Atmosphäre jetzt bei dir in der Ja. Allianz Arena. Nee, Ich Bergamo spiel bist. ja nicht zu Hause. Ja gut, dann ist die Stimmung in der Allianz Arena ja noch beschissener gerade. Oh. Mein Auswärts könnte ich ja auch mit einem Punkt leben, aber ne, wenn wir hier Ja, wenn du 0, mal das Spiel verloren hast. wenn wir hier 0 Punkte nach 2 Spielen hätten, das wäre natürlich
würde uns in Bedrängnis bringen. Aber hier ist natürlich noch viel Zeit. Hier scheint sich auch jemand bei Bergamo gerade verletzt zu haben. Ja, bei mir sieht Stunde. es gar nicht gut aus, mit einer 90. Minute Ich bin jetzt auch und nicht sehe zu. hier keinen Stich. Bergamo mit einem deutlichen Chancenplus mittlerweile. Ich bringe. Und das ist sogar das 13-0 für Chelsea. Nein, es ist abseits. Es ist abseits. Bringe mal Ah, noch ja, das gefällt mir ja nicht so gut hier. bisschen was anderes. Goretzka mal auf die 10 gestellt. Ein bisschen experimentierfreudig. Coman geht raus. Halbe Stunde Und bei noch auf mir ist der das Uhr. Spiel vorbei. 2-0 verliere ich in London. Und während die Spieler gefrustet in der Kabine Gerade sind, passend. hole ich die Fernbedienung raus und schalte bei dir ein. Ach, kannst du das jetzt noch machen? Ja, Okay. tatsächlich geht das. Das ist dann live so wie weit wie so weit wie ich bin dann Ich schau wahrscheinlich. mal, aktuell wird bei mir noch nichts angezeigt. Ich wechsle jetzt gerade zum dritten Mal. Davies für Müller. 20 Minuten noch auf der Uhr plus Nachspielzeit und da ist hier einige. Dass es eine Verletzung gab. Irgendwie das Spiel lädt gerade bei mir. Geht gerade überhaupt nicht weiter. Ah, jetzt bin ich live dabei. 70. Ah, Minute. dann hast du hier gerade den Lag verursacht. Dachte schon, das Spiel stürzte da ab, weil das hat gerade sehr lange geladen und ich habe dich auch nicht gehört. Ich dachte, mein Internet hätte sich schon wieder verabschiedet. Okay. Nein, Aber alles gut. Ich 20 bin Minuten, live Viertelstunde dabei bei noch. dir. Ja, haben Jetzt wir hier gucken noch wir ein. natürlich, wie Kimmich den Ball von rechts einwirft. Ja. Das Wechselkontingent ist ausgeschöpft. Außer dem Elfmeter hatte ich jetzt auch nicht wirklich viele Chancen im Spiel. Da hat meine. Oh, jetzt aufpassen, dass du dich hier nicht auskontern lässt mit Luis Muriel. Boah. Eieieiei. Das war nicht sonderlich souverän. Ich rufe rein, dass sie mal kreativer werden sollen. Gerade. Ach. Boah. Uiuiuiui, Manuel Neuer in Topform. Er rettet dir hier erstmal den Punkt. Ja. Boah, und nochmal. Ja, ich habe jetzt reingerufen, dass sie mal etwas kreativer werden sollen. Vielleicht kommen wir dann doch nochmal zu einer Torchance. Die war nämlich Ja, sind ja bisher. alle beflügelt bei dir. Es war in der zweiten Halbzeit noch. Ich glaube, wir hatten noch keine einzige Torchance in der zweiten Halbzeit. Nee, ich sehe auch hier Atalanta statistisch deutlich stärker gerade. Aber die Tore sind ausgeglichen. Das ist ja die wichtigste Statistik von allen. 4 Minuten Nachspielzeit. Hier scheint auch gar nichts mehr zu passieren. Oh, jetzt vielleicht nochmal eine Chance. Nein. Ich denke, der Drops ist hier geblutscht. Vielleicht Ja. ein letzter Angriff auch nicht. Nein, und Ja, da sieht man den Unterschied. In der Bundesliga läuft es souverän, aber was gegen Köln und Paderborn klappt, das klappt hier nicht. Wobei ich mich jetzt hier in Anbetracht des Spielverlaufs kann ich mit dem Punkt durchaus zufrieden sein. Und hier auswärts ein Unentschieden, das ist jetzt mal gar nicht so verkehrt. Aber jetzt stehen wir natürlich im dritten Spiel dann erst recht unter Zugzwang. Ich sage auch den Spielern mal, dass ich nicht zufrieden bin. Das hören sie nicht so oft von mir. Aber heute war das mal außer dem Elfmeter offensiv gar nichts. na gut, So. das kann man auch mal offen so ansprechen, ne? So, Real Madrid 0 zu 0 gegen Lyon, obwohl sie fast das ganze Spiel in Unterzahl gespielt haben. Casemiro rot in der 13. Was haben wir denn hier noch bei dir? Krasnodar verliert. 0 zu 1, wer ist das? OSC Lille oder? Genau, das ist Lille aus Frankreich. So, ich gucke mir mal noch mal eben deine. Oder. So. Ja, schau dir meine Schmach ruhig an. Ja. Nein, scheiße, nein, jetzt habe ich irgendwie falsch geklickt. Ich habe auf Highlights, Anzeigen und Teilen geklickt. Was heißt das jetzt? Hier wird direkt live auf deinem Facebook-Account hochgeladen. Oh, ja. Wird hier ein Spielbericht erstellt? Was heißt das denn jetzt?
Ah, ich sehe, es gab zahlreiche gelbe Karten innerhalb von wenigen Minuten. Hat es den Spielern da irgendwas in den Tee getan, oder? Ich habe gesagt, soll man ein Zeichen setzen. Hast du gerufen? Setzt mal ein Zeichen, Jungs. Ja, So. genau. So, ich gucke mir jetzt mal die Chelsea-Tore an. Oh. Oh, aus spitzem Winkel haut er den da rein, der Abraham. Ach. Ja. Kann gegen Chelsea mal passieren. So, jetzt werde ich wahrscheinlich wieder von irgendwelchen Journalisten belästigt. Ich werde hier über Coman informiert und bei vielen zeigt mir so ein Pfeil so schräg nach unten. Heißt das, dass der sich dann verschlechtert hat oder? Das kann gut sein, ja. Aber in verdammt vielen Kategorien. Und hat sich aber Ja, auch das in. passiert aber mal. Marco Reus hat sich bei mir auch ein bisschen verschlechtert, sehe ich hier gerade. Alcázar ein bisschen verbessert, das wundert mich, aber gut, er macht seine Tore. Wir haben 900.000 Euro für das Unentschieden bekommen. Ist das die Punktprämie in der Champions League? Ja, pro Punkt 900.000 Euro. Und kommt hin, ja. Wo kann ich denn die Tabelle sehen? Meine, gut, das ist jetzt nach 2 Spieltagen relativ unspannend, aber Ich glaube, wenn du an der linken Spalte auf Wettbewerbe klickst. das Spiel hängt gerade wieder wie Sau. Weiß nicht warum. So, Wettbewerbe, ja. Aber ich bin auf Platz 3 mit einem Punkt. Ja. Bergamo und ich haben einen Punkt und die anderen beiden 4 Punkte. Also. Ja, ich bin auch auf Platz 3 mit 3 Punkten, habe zwar die bessere Tordifferenz als Chelsea, aber natürlich gilt ja in der Champions League leider das direkte Duell. Ach, Und ist da das sieht es für so? mich ja nicht ganz so gut aus. Dass du sagst, das wäre mir jetzt gar nicht bewusst gewesen. Ja, gegen Lyon eine Niederlage und dann wäre ich richtig in Schwierigkeiten. Also. Kann ja nicht sein, dass die Bayern hier in der Champions League rausfliegen. Also da musst du dich ein bisschen anstrengen. Aber das werden wir Ja, erst wir in sind Wochen jetzt, wir sehen. sind im Oktober. Ich sehe, Ende Oktober steht dann auch der DFB-Pokal an, wo wir in Wiesbaden spielen. Oh ja, stimmt. Ich spiele in Greuther Fürth. Oder bei der Spielvereinigung Greuther Fürth, besser gesagt. Ja, gut, dann Werde ich das Spiel mal speichern und dann sehen wir uns im ich, nächsten. ja, danke, tschüss.